Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5. Im Stau. Wir stehen jedes Mal im Rush Hour, ist unglaublich. Ja. So, wir haben ja letzte Folge in die Börse investiert und wollten mal schauen, was unsere Aktion was für Tracy. Ja, nimm mal ab. Die wird wütend sein. Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Tracy ist wirklich ein bisschen hässig, ja. Ja. Du sollst den Radio ausschalten. Ja, ja, ich konnte nicht, mein Lieber, ich konnte nicht. Ging nicht, okay. Radio Gaga! Eben, wir haben ja letzte Folge ein bisschen mit dem Stock experimentiert und ich würde sagen, wir guck mal nach, ob wir schon unsere Aktion schon Auswirkungen drauf hatten. Ja, Moment, Dave Norton. Hör zu, ich vermute mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens. Um den ich dich gebeten habe. Ich könnte dich weiterlesen, aber jetzt will ich erstmal meine Ruhe finden. Was machst du? Ich will weg von hier. Ich will Karre tunen, Börse abchecken. Aber guck zuerst die Börse an, bitte. Warte mal, zuerst. So, zuerst will ich wissen. Where is my fucking... Ah, hier. Perfekt. So, und jetzt, während wir auf dem Weg dorthin sind... Hä? Nee, das geht ja natürlich nicht. Hallo, kann uns jemand dahin fahren? Dann kann ich mir noch meine Aktien unterwegs angucken. Okay, machen wir es hier schnell. Du kannst ja auch im Auto, Mauri. Ja, ich habe jetzt keine Lust. So. Also, Finanzen und Dienste. Okay, und jetzt mal mein Portfolio. Oh, nee, hier. So. Nee, es hat noch nichts verändert. Aber Emu ist hoch. Du hast 184 Dollar Gewinn kaufen, gemacht. Verkaufen, oder? Verkaufen. Das nein. Geht doch weiter nach oben. Ja. Oh, warte mal. Siehst du die? Siehst du das? Was ist das? Hier die Kurve. Ja. Steil nach oben. Was ist das? Das ist der Gesamtwert. Nee, KRP. Nee, die... Was ist KRP, will ich wissen. Aha. KRP. Amerikas postmoderne schwedische Eigenbaumöbelfirma Nummer 1. Ikea. Okay, also es hat sich noch nichts getan. Wir müssen wirklich wahrscheinlich ein paar Tage warten, bis sich da was tut. Aber wir werden immer mal wieder reinschauen und werden euch dann genug früh Bescheid sagen. Wolltest du jetzt nicht deine Karre tun? Das ist meine Karre. Wusstest du das nicht? Geil. Die ist nice. Aston Martin. Mm. Oh, yes. Nice. Alter, die geht ab. Yes! Ja, die hört sich auch danach an. Woohoo! Ups. Den habe ich nicht gesehen. Also, wenn ich einen Ferrari auf dem Weg sehe... Wenn du einen Ferrari siehst auf dem Weg, sag mir Bescheid. Ja. Bitte. Hä? Okay. Bisschen Ladeverzögerung. Ladeverzögerung? Aha. Du bist gegen so ein Geländer gefahren, das noch gar nicht da war. Aha, ja. Und dein Rad ist im Arsch. Das meine ich eben. Normalerweise passiert das, sobald du irgendeinen kleinen Unfall hattest. Darum aufrüsten das Zeug. Genau. So, spätestens jetzt müsste ich... Weißt du, was du jetzt nämlich auch machen könntest? Den hier nehmen. Zack, soll ich nicht? Du musst selbst entscheiden. Ich weiß nicht, zack. Zack. Das ist schon eher sein Stil. Gut. Aston Martin. Du bist in der Nähe vom Flughafen, du könntest jetzt auf den Flughafen gehen und Flugzeuge vom gegnerischen, von der gegnerischen Airline zerstören. Richtig. Geht das auch? Das geht auch. Ich wusste gar nicht, dass man die Flugzeuge zerstören kann, die großen. Die großen? Ich glaube schon, ja. Oder ich war noch nie auf dem Flughafen.
Okay. Also, habe ich mir sagen lassen. Habe ich mir alles sagen lassen, das mit der Börse. Ja. Hallo? Vielleicht musst du gerade fahren. Hä? Was ist denn hier los? Bist du nicht in der Mission oder so, oder? Nee, nicht, dass ich... Nein, das ist schon ein richtiger Eingang. Hey, what the fuck? Geh auf! The fuck? Wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung. Voll der geile Track. Aber du solltest trotzdem Radio ausmachen. 17.40 Uhr? Aber voll komisch. Das ist echt strange. Ich versuch's nochmal. Ja, mach. Mit Anlauf, vielleicht schaffst du es dann. So die Türe einfahren. Ich hör wie die Felge so am Boden. So, jetzt komm. What the fuck? Du brauchst ein Fahrzeug, wenn du Los Santos. Ja. Ja, ist das nicht eure Würde das Auto wert? Ist verbuggt. Ja, ich kann nicht einsteigen. Das Auto ist verbuggt. Nimm den Dings-Teil und zieh's mal davor weg. What the fuck? Voll strange. Okay, so kann man es auch lösen. Ja. Logisch. Abschleppwagen. Wann haben wir die Folge angefangen? Vor 10 Minuten etwa. Ja, okay. Wie geht das schon wieder? Und du musst nicht mal runter tun. Vielleicht. Ja. Das reicht mir schon. Mal sehen. Du hast ihn überhaupt abgehängt. Da muss ich ihn noch... Das würde ich machen, wenn mit du was, ihn nachher... Mit was? Mit R1? Rechts. Rechts beim Nummernpad, beim Pad. Rechts, nicht links. Ja, ja jetzt. Okay, geht nicht. Scheiße. Also, dann geh jetzt mal auf den Flughafen. Oder hol dir dann erstmal eine neue Karre, ja. Nochmal ein Taxi? Kannst du ja ein Taxi tun. Nee, geht wahrscheinlich nicht. Ah, Mann! Ah! Das ist sozusagen mein... Ah, das ist sozusagen sowieso meine Karre. Nee, nicht ganz. Du hast ein Audi. Ja? Ah! Das ist kein Audi, das ist der Maserati. Stimmt. Ja, Pech, dann... Gibt's halt ein... Die Karre war hardcore verbuggt einfach. Yes! Strange shit. Ja. Bungie. Wir haben es echt im Moment mit Tunen. So, ja. Pflicht. Oh, und Stoßstangen. Ja, die hier. Oh yes. Diffusor. Der Motor muss auch aufgeputscht werden. Der Auspuff. Oval sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja. Nicht dein Geschmack wahrscheinlich. Coupe. Xenon. Nummernschild in schwarz wie die Nacht. Ich glaube, du hast einen Punkt über. Ich weiß, die Sprung. Lackierung, ich weiß. Ah. So, niedriger Spoiler. Wir machen hier ganz schnell Wettkampffederung noch tiefer. Renngetriebe, Turbo, hau ran die Scheiße. Felgen! Finde ich eigentlich die eigentlich ganz schön, aber. Tuner. Viel zu klein. Ich glaube, die Luxus sind die größten, nicht? Ja, nee, nicht unbedingt. Oh ja. Auch die hier passen, einfach in der richtigen Farbe dann. Felgenfarbe. Ne, die müssen relativ dezent bleiben. Schwarz.
Und jetzt noch die Fenster. Dunkel. Und jetzt noch die Farbe kommt. So, jetzt. Du bist wieder zu weit. Lackierung. Primärfarbe. Chrom. Gibt es Aluminium Metallic? Sieht aber irgendwie noch nice aus. Ja. Yeah. Saints Row mäßig. Mitternachtsviolett. Ist auch schöne Farbe eigentlich. Oh, alles. Ausgeblichenes Braun. Passt alles sehr gut, finde ich. Das ist nicht Ultrablau, finde ich ganz richtig schön. Richtig giftig. Nice. Los Santos Customs. Okay, wir haben ein bisschen getuned, glaube ich. Eben, du könntest zum Flughafen, wenn du Bock hast. Ja, machen wir doch kurz. Ich weiß gar nicht, wenn wir die Folge aufgenommen, angefangen haben. Vier Minuten. Was? Bei vier Minuten? Ja, vier nach ungefähr. Okay, dann habe ich auch, drei, vier nach. Da habe ich noch fünf Minuten. So, nachdem wir unsere drei Karren, also von allen, mal getuned haben. Ja. Eigentlich müsste ich den zuerst speichern. Bevor ich zum Flughafen... Entweder oder. Nee, er ist gespeichert. Eigentlich ist er gespeichert, ja. Ja, wegen Los Santos. Gut, hier durch zum Airport. Geradeaus und dann rechts. Ja, geradeaus und dann rechts. Markier mal das Rollfeld, nur für den Fall. Ja, das ist zwar nicht das Rollfeld, aber ja. Ja, mehr oder weniger. Du müsstest eigentlich noch zu einem Knarrenshop. Was hast du für. Hast du Sprengwaffen? Ohne wird's relativ schwer werden. Was habe ich für Waffen? Das überprüfen wir direkt auf der Autobahn. Könnte eher schwer werden. Ja. Guck's mal, ob es ein Ammunition in der Nähe hat. Hier in der Nähe gerade nicht. Doch, da links oben oder da. Ja. Okay, dann könnte das ein bisschen länger gehen. Radio. Ja. Nein, jedes Mal. Falsche Spur. Der sieht nice aus, der Wagen. Gute Farbe. Ach, du fährst ein bisschen rückwärts überall durch. So. Der Qualm sieht so aus, als würde er wär's so aus Rost. Nicht? Warte. Ja, hat was. Ja, Rostqualm. Das ist so ein bisschen Rost am Reifen. Rost am Reifen. Er spuckt jedes Mal, wenn ich auf dem Gas gehe. Jedes Mal. Nee, jetzt nicht. Bei voller Leistung. Nice. Geil. Wow! Shit! Alter Schwede, shit. Wir brauchen Panzerglas. Ja. Wir brauchen definitiv Panzerglas. Wir dürfen nicht mehr rausfliegen. Das ist echt doof. Nein. Oh shit, voll übel. Muss ich jetzt meine Karre wiederholen? Oh shit, ja. Wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt ein Taxi. Wohin? Zu meinem Ammunition. Dann geht's weiter. Wie viel hat's gekostet? Das tut überhaupt nicht weh. Also, Taxi! Da kommt gleich eins. Kannst du in die auch einfach einsteigen? Yes. Das ist keins. Könnte man, ja. Nein, Handy ist hier oben. Jetzt. Los. Taxi. Now. Stay where you are.
I got a driver right around the corner. Okay, ja, ich hoffe es schwer, dass er hier um die Ecke ist. Downtown Capco. Komm schon. Du bist ein bisschen nervös. Ja. Ja, hier ist er schon. Die Klonarmee, sag's dir, die Klonarmee, die haben da. Ich weiß, wer dahinter steckt. Leider sind wir noch nicht da gewesen, sonst hätte ich es dir zeigen können. Ja, Wegpunkt. Ist doch richtig. Nein. Hä? Sprengstoff. Ja, Wegpunkt, da. Du hast doch den Wegpunkt auf den Ammunition gemacht. Ja, stimmt. So. Cypress Flats. Ja, bla bla, Cypress Flats Hill Cypress und so. Flats. Cypress Flats Hill. Wollte ich nochmal so nebenbei erwähnen. Okay, cool. Kennst du das nicht? Hey, we're here. Tatsächlich, wir sind hier. Ja, riesen Ammunition, hey. Ah. Ich hab die Tür neben diesem großen Tor gar nicht gesehen. Hey, Kuppel! Und gibt's schon? Warte mal. Nee, die haben sie machen noch nicht. Gut. Hey, da! Schön, dass du beide Farben unnötigerweise kaufst. Du könntest auch noch... Gratis? Was ist dieses Sturm-MP gratis? Keine Ahnung. Hast du Munition für die Dings gekauft? Noch nicht. Oh, habe ich ein bisschen viel? Du könntest... Ja, nee, Munition ist voll. Unten sind noch Granaten. So unnötig, echt. Granaten. Weiter rechts. Ey, wir haben rechts. Wir haben eine neue Pistole. Ja. Alles kaufen. Beide. Ey, Sprengstoff könntest du auch noch kaufen. Das. Wir müssen uns eindecken für den Krieg. Ja. Gut. Warte, yes. Noch die passende. So. Ja. So spontan. Wir ziehen in den Krieg. Also, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Oder willst du die voll überziehen? Nee, mach das du einfach mit Michael. Mhm. Also, bis zum nächsten Mal.